bin auf der Suche nach dem Sinn. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Sind wir in dieser Welt allein? So kann das Leben Zufall sein. Auf der Suche nach dem Sinn. Wer ich mal war, wer ich jetzt bin. Such ich, was meinen Sinn befreit. Als Sinnsucher der Ewigkeit. Und wieder öffnet sich ein Sternentor der Zeit. TV, ab und zu mal wieder unterwegs. Dieses Jahr zum ersten Mal. Wir sind heute in der Mühlheim und neben mir sitzt der Tom Reichel. Grüße dich. Hallo Kerstin, grüße euch. Sag mal Tom, allererste Mal in NRW? Allererste Mal in NRW, ja. Schon lange mal versucht hierher zu kommen, aber man kennt mich ja nicht. Und deshalb bin ich heute froh, mal hier sein zu dürfen. Du bist im Osten sehr bekannt und lange bekannt. Das stimmt, seit 98 ging das los, damals mit Tomcat noch und dann die englische Geschichte hat mir nicht so gefallen, passte nicht so. Dann habe ich mich an eine Plattenfirma bekommen aus Hamburg und mache jetzt seit 2006 Solo als Tom Reichel, schreibe ich meine eigenen Songs, produziere die selber, vermarkte die selber. So, und aber im Osten, meistens nur im Osten, ja. Alben hast du jetzt auf dem Markt? Jetzt habe ich 4 Alben auf dem Markt, diverse Singles, Punkt. Also ich habe heute Morgen noch auf Amazon so ein bisschen rumgeschnüffelt und noch in diversen anderen Portalen. Also vertreten bist du da ganz gut, ne? Ja, da haben wir fast jede Single ist sozusagen als Download da, weil der CD-Verkauf, die physische CD an sich, verkauft sich nicht mehr so gut im digitalen Zeitalter. Deswegen haben wir jeden Song dort als digitalen Download und verkauft sich gut, ja. So sieht's auch aus. Ich war heute Morgen ganz erstaunt. Du hast mit Peter Sebastian 2004 deine erste Single gemacht. Das stimmt. 2004, Peter Sebastian hatte mich mal bei einem Stadtfest gesehen und sagte, den Jungen, den fördere ich. Und hat mich nach Hamburg gefahren und es war mein erster Plattenvertrag. Es war nur eine Frage der Zeit, hieß die Single. Lief ganz gut im MDR-Radio in Sachsen, lief die richtig gut. Und das war die erste Single, ja. Aber es war so vom Text her, war ja nicht von mir geschrieben. Und deswegen passte das nicht so zu mir. Und deswegen haben wir uns ganz gut und nett getrennt. Du rufst mich einfach einmal an.
Deine ganzen Songs selber? Ja, also da achte ich schon drauf. Also ich schreibe die Melodien selber, ich schreibe die Texte selber. Also das gesungene Wort ist von mir. Produziert wird es von verschiedenen Leuten und arrangiert auch von verschiedenen Leuten. Aber die Texte, die Geschichten sind alle meine, die Reime sind alle meine. Da achte ich drauf, weil ich kann nur das singen, was ich auch selber erlebt habe. Und man hat schon zu mir gesagt, Tom, schreib doch mal für jemand anders. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht, weil ich mein eigenes Leben nicht jemand anders geben kann, dass jemand anders mein Leben singt. Es funktioniert, ist wirklich mein Leben, sind meine Texte. Wer dann genau zuhört, der merkt es schon, dass ich meistens immer von mir singe. Also absolut authentisch. Richtig authentisch, genau. Kommt auch wunderbar heute hier zum Beispiel an, haben wir gerade gesehen. Wir machen hier heute so ein kleines Clubkonzert. Ja, genau. Deswegen habe ich gesagt, ich erzähle mal heute die Storys hinter den Songs. Man kennt viele Songs, aber man weiß nicht, warum. Warum die Songs so heißen, gerade der Titel Susanne oder der Titel Kleiner Engel fliegt nach Haus. Und da habe ich heute mal die ganzen Geschichten hinter den Songs erzählt und dass die Leute wirklich mitbekommen haben, dass es alles echte Geschichten sind. Damit du dich selbst hinterlässt. Denn wenn du dich vor dir selbst versteckst, dann kann es sein, dass du dich selbst vielleicht niemals entdeckst. Sag einfach du selbst und steh selber auf, wenn du fällst. Alles ist gut, wie es ist, wenn du nie vergisst, dass jeder Mensch einfach so ist, wie er ist. Ich schreibe nur einen Song, wenn mich was bewegt, dann setze ich mich hin, schreibe das auf, dann wird das produziert und dann ist halt, entsteht halt nur ein Song, vielleicht manchmal im Jahr, aber das ist dann mein Song. Ja. Lebst du eigentlich von der Musik? Nein, das kann ich noch nicht. Deswegen gehe ich wie jeder Mensch jeden Morgen auf Arbeit und arbeite meine Zeit und komme wieder, damit kann ich Miete, Strom und Internet bezahlen sozusagen. Und die Musik ist Hobby. Also die Musik ist Zubrot und da freut man sich, wenn man sowas wie heute hat hier sozusagen und einen schönen Auftritt hinlegt. Und das macht dann Spaß. Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gerne. Wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Gerne, meine Liebe. Ihr auch. Also ich habe euch ja im Internet schon mal gesehen, ganz oft schon mal geschaut, was ihr so macht. Und bleibt so, wie ihr seid und immer on Tour, auf jeden Fall. Und ich geh wieder weiter bis ans Ende der Welt. Vielleicht muss ich sterben als einsamer Held. Und ich verbrenne wie ein Phönix, um aus mir selber neu zu entstehen. Um einen neuen Weg im Leben weiterzugehen. Thank you.
anderen zieht. Und wenn man die Augen schließt, dann ist das Leben nicht schwer. Denn wenn man mit seinem Herzen sieht, erlebt man hier noch viel mehr. Wenn du hörst, wie laut dein Herzschlag klingt, spürst du ganz tief auch in dir, wie deine Seele von Freiheit singt. Darum leb jetzt und leb hier. Dann ist es Zeit, ganz neu zu starten. Dann ist es Zeit für dich allein. Das Leben wird nicht auf dich warten. Nimm Anlauf und spring wieder rein. Denn es ist Zeit, wieder zu fliegen. Mit Vollgas um die ganze Welt. Jetzt ist es Zeit, sich zu verlieben und das zu tun, was mit dir gefällt. Ich will weg, weg von hier, einfach weg durch die Tür. Nur mein Herz in den Schritt. Ich will weg, weg, bevor an den anderen Ort. Nur mein Herz in den Schritt. Ich will weg, ich will raus, mit kein Geld, kein Applaus. Nur mein Herz in den Schritt. Lass den Stress hinter mir und den Rest einfach hier. Nur mein Herz in den Schritt. Nur mein Herz in den Schritt.